bin der Gianni. Und ich bin der Basti. Und momentan befinden wir uns auf einem Trip durch Griechenland. Und heute besuchen wir die angeblich schöne Stadt Assos. Man kann sie hier hinter uns sehen. Das ist eine schöne kleine Stadt. Es gibt auch irgendwie einen Wanderweg zu einem Schloss. Und ja, ob das so schön ist und wie es da ausschaut, werden wir in diesem Video gemeinsam herausfinden. So Leute, wir sind jetzt hier in Assos angekommen, aber es ist mittlerweile Mittag, wie immer. Und wir haben mega Hunger. Jetzt suchen wir gerade eine Bäckerei, um uns irgendwas zu essen zu kaufen, aber das schaut gar nicht so einfach aus. Deswegen schauen wir mal, ob wir eine finden. Okay. Leute, komisch. Als Bäckerei gibt es mal überall, aber hier finden wir keine. Wir sind schon für die ganze Stadt abgelaufen. Naja, Stadt, das kleine Dorf. Aber Bäckerei haben wir keine gefunden. Wir haben aber schon eine andere, die was wir essen. Wir hätten im Endeffekt auch einfach essen gehen können, gell? Das wäre einfach gewesen. Aber da wir lange unterwegs sind, da wir auch nicht so viel Geld ausgeben wollen auf der Reise, kaufen wir uns eigentlich unsere Sachen selber und essen die dann. Jetzt haben wir im Endeffekt, weil wir in die Bäckerei gehen, aber im Endeffekt waren wir jetzt in so einem kleinen Supermarkt und haben uns immer Salami, so Tortillas und Hummus gekauft und können das jetzt essen und haben bestimmt nicht mal ein Viertel von dem Preis bezahlt, was wir eigentlich im Restaurant bezahlen würden. Ja, jetzt stärken und dann auf ins Schloss oder in die Burg. So, die Bäuche sind voll und wir sind gestärkt und das müssen wir auch sein, weil ich habe vorher gesehen auf der Tafel, es sind 35,2 Grad. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel Kraft für den Aufstieg, weil es ist doch ein relativ weit und ich bin gespannt, ob wir es durchstehen. Wie geht's? Ist dir warm? So, hier hat sich jetzt der Weg gespalten und hier geht ein kleiner Trampelpfad los, was ich ganz cool finde, weil ich das besser finde, als auf der Straße zu gehen. Und über den Trampelpfad sind es 800 Meter bis zur Burg und über die Straße wären es 1200 Meter bis zur Burg. Aber der geht bestimmt um einiges steiler. Aber es ist viel schöner, als auf der Straße zu laufen, finde ich. Ja, ja, Mann! Tudo bem? So Leute, nach nun ca. 20 Minuten, eine halbe Stunde, sowas sind wir jetzt hier oben angekommen. Der Weg war technisch nicht schwer, er war wunderschön und aufgrund der Hitze war es halt ziemlich anstrengend. Wir sind auf jeden Fall jetzt froh oben zu sein und werden erstmal die Burg erkunden. Also laut Wikipedia wurde das Ganze hier auch nach dem Zweiten Weltkrieg als politisches Gefängnis benutzt und die Gefangenen wurden dafür hergenommen, dass sie die ganze Landwirtschaft hier auf der Insel aufrechterhalten. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil Wikipedia ist ja nicht immer so safe, aber wenn man sich hier das hinter uns anschaut, könnten das schon Gefängniszellen sein auf jeden Fall. Wir überlegen gerade, ob wir hier den Weg jetzt noch weiter hochgehen, weil hier wird es quasi wieder runtergehen. Hier geht es noch einen Weg nach oben. Jetzt überlegen wir gerade, ob wir noch hochgehen oder ob wir da runtergehen, weil wir laufen echt auseinander. Es ist so heiß, wir schmelzen. Aber wahrscheinlich werden wir schon noch hochschauen, so wie ich uns kenne.
ihr gesehen habt, sind wir die letzten paar Meter noch gegangen bis hierher. Aber so richtig viel zu sehen gibt es hier nicht. Diesen zerfallenen Turm hier sieht man zum Beispiel. Ja, und die Aussicht ist trotzdem voll schön auf jeden Fall. Wir schauen jetzt hier mal noch ein bisschen rum und dann werden wir langsam wieder runterlaufen. Was war das für ein geiler Tag? Wenn man auf der Insel Kefalonia ist, lohnt sich ein Ausflug nach Assos auf jeden Fall. Das Dorf ist gemütlich und die Wanderung zur Burg hoch ist echt der Oberhammer. Auch wenn die Burg nicht viel herzugeben hat, ist die Aussicht von da oben einfach ein Traum. Wir haben uns gefreut, dass du wieder dabei warst und freuen uns auch, dich im nächsten Video wiederzusehen. Lass uns gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat und dann sehen wir uns morgen. Bis morgen. Ciao, ciao.